Hallihallo Outlast-Freunde, willkommen bei Outlast 2 mit mir, wie immer, dem Gario. Wir sind gerade eben über diese Schlucht gesprungen. Da drüben sieht man es, glaube ich, noch. Ah ne, hier oben runter. Genau. Und jetzt gehen wir mal den Fackeln entgegen. Mal notfalls auch den Camcorder raus. Naja, ein paar Batterien haben wir tatsächlich noch. Es ist gut. Trotzdem ist hier einigermaßen dunkel. Ja, Moment, ich stelle mal die, genau, DPI-Anzahl ein bisschen niedriger. Ich habe in letzter Zeit eher so Crysis und sowas gespielt. Das ist ja eher in Richtung Shooter, da brauche ich immer eine höhere. Und hier eigentlich eher immer eine niedrigere. Das ist merkwürdig bei mir. Weil man natürlich sagen muss, dass ein Shooter auch viel schneller funktioniert als... Wovor rennen die weg? Das klingt überhaupt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Das klingt nach, wir müssen uns möglichst schnell verstecken. Eine Note? Mark, Aaron, wenn ihr dies findet, kehrt sofort zurück zu Temple Gate und sagt Papa Noff, dass hier Schrecken und Qualen sind, die meinen Glauben an Gott prüften. Männer allein können sich denen nicht stellen. Der Feind wartet dort in der Dunkelheit. Gott rettet meine Seele und deine. Das klingt überhaupt nicht gut. Wenn schon die komischen Verrückten Angst haben. Dann... muss etwas Schlimmes im Gang sein. Ist hier noch eine Batterie? Gut, wenn die alle weg sind, dann kann ich ja mal hier Käfige ordentlich plündern. Immerhin, Verband. Sehr gut. Den können wir immer brauchen. Aber sollte es mich wirklich nicht beunruhigen, dass es hier einen Verband gibt. Okay, jetzt brauchen wir, glaube ich, ein Boot. Schauen wir mal in diese Hütte rein. Oh oh. Das sieht mir überhaupt nicht gut aus, aber gut, wir probieren es. Er speichert immerhin, das ist gut. Sehr gut. Nutze WASD, um das Floß zu steuern. Okay. Zum Rudern W, okay. Und, ah, okay. Wie ist das? Was ist das für eine dämliche Steuerung? Und das hat es aber auch gut gemacht, muss man sagen. Weil wenn ich seitlich einsteche, muss ich natürlich... Ah ja, okay. Mit W ruder ich quasi. Und mit A und D steuere ich die Richtung, wo ich einsteche. Und dass die Musik aufhört, lässt eigentlich vermuten, dass gleich ein Jumpscare kommt. Ich weiß nicht, in welcher Form. Nebel. Immer ein gutes Zeichen. Aber gut, wir wissen ja ungefähr, in welche Richtung. Wahrscheinlich faden wir gleich away. Und faden wir gleich away. Wirklich gut. Und na komm, Ruder. Ruder, du Sau. Okay, jetzt wissen wir immerhin, in welche Richtung wir müssen. Das ist wieder diese... Oh mein Gott, was ist das? Fische. Krass. Okay, tote Fische. Ich
Scheiße, ist da unter Wasser? Ich sehe es nicht. Irgendwas zieht mich runter. Komm, auf das Floß, auf das Floß. Komm, komm. Und... ja, okay. Was zur Hölle? Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich in die Richtung. Diese Verrückten hatten recht. Da ist irgendwas. Wo ist der Turm? Wo ist der verfluchte Turm? Hä? Okay, ich glaube, wir müssen tatsächlich an dieses Ufer. Da ist auf jeden Fall ist ein anderes Ufer als, na komm, Ruder. Wo wir gestartet sind, weil da ist zum Beispiel keine Hütte auf dem Wasser. Oh, da ist Strömung, und zwar ganz schön viel. Warum ist da so viel Strömung? Ich glaube, wir müssen dringend zu einem wackeligen Floß durch so eine Strömung ist nicht gut. Ich glaube, wir müssen mal dringend ans Ufer. Auf die eine oder andere Weise. Komm, komm, komm. Hier. Nee, geht nicht. Shit, wir können nicht mehr steuern. Ich muss sagen, die Wasseranimation ist super. Hätte ich nicht so gut erwartet. Von dem Spiel hier. Jawohl. Okay. Fuck, come on! Oh oh. Shit! Fuck, come on! Scheiße. Schon wieder Leute. Okay. Weiter geht's. Vergiss doch, Leon, es geht um dein eigenes Leben. These cult monks are dead. Those good Christians. Because God said she had to die. The heretics, they want her to have the baby. Despite God. What do they do when there's no baby? I have to. Lynn, I'm coming. Glaube ich tatsächlich nicht, dass Lynn mehr die gleiche ist. Das glaube ich nicht. God. Alles Leichen. Schaut euch das an, das sind alles Leichen. Die sie wahrscheinlich verbrannt runtergeworfen haben. Boah, was eine Flussfahrt. Also, Wahnsinn. Speichert mal wieder, okay. Das sind schon wieder irgendwelche Leute mit Fackeln. Ich muss sagen, ich wäre hier lieber allein. Das wäre zwar auch gruselig, aber... puh. Ich mag die überhaupt nicht. Wie wir erfahren haben, ist irgendwie... das klingt überhaupt nicht gut. Sind die beide verrückt? Sowohl die Christen als auch diese anderen, dieser Kult, dieser komische. Na komm, 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 komm. Immer der Strömung nach. Oh oh, jetzt wird es mir aber zu schnell. Shit. Shit, shit, shit. Das
gerade nicht passiert hat. Mist. Shit! Shit, the raft! At least they'll be there. Ne, ich glaube, an den sind wir geknallt, ne? Oh oh. Ich höre irgendwas. Okay, immer der Strömung nach. Immer der Strömung nach. Das ist im Real Life eine ganz dumme Idee. Aber hier, da. Oh oh, wir werden in die Tiefe gezogen, verdammt. Was ist los? Okay. I'm still not dead. Okay, the raft couldn't have gone far. I guess I'll make it. Ich glaube, wir sollten uns mal über den Landweg versuchen. Dann ein Stück weiter reinspringen. Da vorne lag ja das Floß. Ich höre aber wieder schon jemanden doof atmen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ah shit, ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wie lange ich schon aufnehme. Ha, immer wieder so professionell. Richtig professionell. Scheiße. Wir wurden gesehen. Drüben ist es. Wir müssen irgendwie darüber kommen. Naja, mit Anlauf vielleicht. Und hüpf. Ja, die Strömung ist viel zu schnell, das kannst du vergessen. Das kannst du aber sowas von vergessen. Und gegen die Strömung schwimmen kannst du auch vergessen. Ja, genau. Ah, verdammte Scheiße. Ich sehe gar nichts. Ja, hör auf zu stöhnen, lad neu. Okay. I'm still not dead. Wir müssen halt in die Richtung und dann versuchen irgendwie... Oh! Eine Seite. Die habe ich ganz übersehen. Kapitel 3. Zu dieser Zeit war es Jahr 34 Sullivan Noss, der Ezekiel war, Jahr 479 Zions, Jahr 1971 des Herrn und der 11. Monat am Morgen des 26. Tages. Ich war ein Gefangener der Zinsen, ein Schuster im Land von Al-Bakuk, dem Berg des Aprikosenbaums, der den Namen Albuquerque trägt. Und durch falsche Schulden unterdrückten die Pharisäer Zions. Im Jahr eines emporkömmlichen Königs namens Lynch, welcher Kriege sah und nicht kämpfte, welcher in Stein schlug die Korruption seines Vorgängers und Zion verdammte zur Krankheit selbst im Tod. Und das Wort des Herrn kam zu mir ungeladen, gewandt in Lügen, doch strahlend vor Wahrheit, eine elektrische Stimme, gesandt von einem Sünder. Und sie sprach die Worte der Klagelieder. Sie sprach um das Berges Zion willen, dass er so wüst liegt. Sie sprach, du Herr, der du ewiglich bleibst, und dein Thron für und für. Sie sprach, warum willst du unser sogar vergessen, uns lebenslang sogar verlassen? Sie sprach, bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen. Sie sprach, denn du hast uns verworfen und bist allzu sehr über uns erzürnt. Und ich wusste, er sprach von Fuchs auf dem Berg, welcher Mai dort Dishi und Mai Iltsoi von den geschlagenen Navajo genannt wird. Der Fuchs auf dem Berg war der Prinz des Chaos, der in Lügen Wahrheit spricht. Und ich ließ die Stimme verstummen und sah das Unsichtbare, ein großes Feuer, das sich strahlte wie die aufgehende Sonne. Und inmitten das Licht war eine Farbe, die nicht hingehörte. Und meine erzürnten Augen wurden zurück in die Abgründe der Dunkelheit gestürzt, fern das Wissen, welches ein Mann nicht ertragen könne. Und das Rauschen Gottes Zorns kam über mich. Und meine Ohren bluteten, und so verkündete der Herr, dass sie diesen Bund nicht brechen sollen. Er, der Worte hört, wo man keine sprechen kann, zeigt Geduld bis zum Ende, und der Feind, der euch geboren werde, sei deine Last meiner Vergeltung. Wir müssen in diese Richtung hier.
Wo liegt unser Floß? Es liegt doch da vorne, oder? Ja, selbst mit 80 zieht man nichts. Dieses Atmen wird lauter. Das gefällt mir absolut nicht. Kann ich hier irgendwie hoch? Ich glaube nicht. Nee. Ich kann mich verstecken. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Total beruhigend. Ich kann da auch nicht hoch. Hier vielleicht. Nee. Müsste eine Blutspur sein, dass ich da hoch kann. Dass ich da hoch könnte. Ja, das hatten wir schon. Ah, hier kann ich mich vorbei. Ach nee, oder? Ich muss mich da nicht wirklich vorbeischleichen. Da kommt das Atmen her. Scheiße. Das. Jetzt kommt ein Jumpscare. Nein. Motherfucking no. Oh oh. Das klingt überhaupt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Killed as a warning. Or a welcome. We're all welcomed eventually. Hier liegt nichts mehr rum, ne? Nein. Love set us free. Die Liebe befreit uns. Ich glaube, das war laut. Zu laut. Lang sehen wir hier mal rüber und hoffen, dass uns der Pfeilschießer nicht kriegt. Oder wir nicht ins Wasser fallen. Hm. Ich bin manchmal echt doof. Ach ja. Naja, wir wissen ja jetzt, wie das Prinzip geht. Ich würde sagen, über diesen ja, sehr wackeligen Baumstumpf, über den ich nie im Leben drüber gehen würde, gehen wir in der nächsten Folge. Und ja, bis dahin. Tschüss.